Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play X Rebirth in De Vries unterwegs. Ja, wir sind mitten in einer Mission hier beim letzten Mal Schluss gemacht. Wir wollen einen Kanteraner, ja, so könnte man sagen, einen Kanteraner transportieren nach Omikron Lyri. Die Jungs haben Angst vor der ketzerischen Vorort und wir sollen dafür sorgen, dass der Bub sicher ankommt. Machen wir doch gerne. Gar kein Thema. Dann können wir den Autopilot aktivieren und was haben wir noch geschafft beim letzten Mal? Ja, wir haben uns etwas verstärkt. Wir haben nämlich jetzt hier einen kleinen Domelch am Start, den haben wir geentert. Der hat allerdings nur noch 38% Hülle, also also mehr als wir vor 3 Folgen mal hatten, ne? Als es uns fast zerlegt hat, von dem her ist es ja positiv. Aber ich habe mir gedacht, besser als nichts. Zumal wir mal wieder unsere Drohnenbestände arg dezimiert haben. Wir haben jetzt noch 2 Schilddrohnen. Ja, und der Rest hat sich halt, in Wohlgefallen aufgelöst. Ich glaube, so kann man es umschreiben. Wir haben es quasi zerlegt. Wir haben keine Kohle. Ja, doch, Kohle haben wir eigentlich, gell? Beziehungsweise, das ist unser Inventar. Craften können wir nicht. Schade. Aber wie sieht es mit der Kohle aus? Kohle müssen wir doch eigentlich ein bisschen was haben, ne? Mein Besitz. Halt, ne, wo sehe ich denn? Wo sehe ich denn meine Kohle, Mensch? Ne, mein Status war das, ne? Ja, mein Status war das, wo ich Kohle sehe. Genau, also 4 Millionen haben wir. Auf dem Konto beim letzten Mal haben wir für 1 Million. Autopilot. Ne, für einen Abschuss haben wir 1,3 Millionen kassiert. Das fand ich ein bisschen arg extrem. Und wer bist du denn? Ich würde es vorziehen, wenn wir es dabei belassen. Wie sehen Sie das? Ne, ich nicht. Ich hau dich weg. Tschüss. Mach's gut, servus, ade, vierti. Läuft. So, was hast du dabei? Wurde sicher im Frachtraum Handfeuerwaffen, 3 Stück, okay. Nicht wirklich tragisch. So. Ja, also wir haben für einen Abschuss 1,3 Millionen gekriegt. Ich habe dann schon gelästert und habe gesagt, ja, also Freunde, wer spielt denn dann noch Händler? Na? Und für 1,3 Millionen für einen Abschuss, also... Da lohnt sich der ganze Ärger und Stress nicht, sich irgendwelche Schiffe zu holen, sich irgendwo mordsaufwendig Handelsangebote zu organisieren. Da mache ich bloß noch irgendwelche komischen Abschussmissionen als Söldner und verdiene ein Schweinegeld und freue mich. Ich habe mir das auch mal in der Pause überlegt. Eigentlich ist es ganz schön clever, ne? Hier ein Szenario anzufangen als Söldner. Warum? Ganz einfach. Du hast schon mal ein Schiff, was etwas gepimpt ist. Du hast MK3-Schilde, du hast ein paar MK2-Waffen. Fuck, wo bin ich denn hier gelandet? Ach Gott, ja klar, die Reaver-Station. Alter, oh, hier waren Schiffe. Doch die ganzen Minen. Ja, schaut euch das an, hier ist ja, schwierig. Oh, die sind da alle hinter uns her. Ich bin doch mal weg. Huch. Schaut euch das an, das sind alles Minen. Da kommt ja auch wieder die Erinnerung an die Kampagne. Wir sind mal in eine reingeflogen und die hat uns fast zerlegt, diese scheiß Mine. Eieieiei, wo bin ich denn da, du, echt? Tödliche Last, ja, der Name hat Programm, definitiv. Das kommt hin. Blanker Kern. Ah, okay. Ja, nee, weiß ich, wo ich bin. Ich linse gerade wieder auf meine Karte. Ist in Ordnung. Also auf jeden Fall heftige Nummer, ganz heftige Nummer. Und also zurück zu meiner Theorie. Also man fängt als Söldner beispielsweise an, verdient sich hier mit Abschüssen relativ gut Geld. Ne? Und hat gleich ein besser gepimptes Schiff mit MK3-Schilden und einem besseren Antrieb und ein paar MK2-Waffen. Ja, und kann dann eigentlich losstarten mit, ich kaufe mir mal ein Handelsschiff hier und mal dies und jenes. Ne? Wenn du so ein freies Spiel anfängst, hast du die Albion Skunk in der Standardausführung, also Blä, Popel, ne? Quasi komplett Müllausstattung. Und hast auch keine Kohle. Es ist ja viel zäher, also warum dann nicht mit einem Szenario anfangen, meine ich. So, du böser Reaver. Du bist gleich tot. Jetzt flieg weg, dass ich auf dich schießen kann. Bäm. Läuft. Ah, schau an, die Kapseln waren noch kaputt. Wurde sicher im Frachtraum verstaut. So, wer bist du? Ach, ein Wasserfrachter. Styrvok. Styrvok? Kenne ich die? Nee. Den Schiffstyp, den kenne ich nicht. Was ist das für einer? 900.000 Hülle, naja. Geschwindigkeit geht eigentlich, hätte ich mal gesagt. 157.000 Lager, also das kann man ungefähr mit Rahanas vergleichen, würde ich mal sagen. Ist aber spezialisiert auf Flüssigkeit. Mhm.
Der Styrfog-Frachter wurde von den Kantaranern entwickelt und wurde deshalb bisher nur in Defries eingesetzt. Diese Schiffe basieren auf einem ziemlich alten, für lange Zeit kaum veränderten Schiffsdesign, weshalb sie für heutige Verhältnisse wie etwas heruntergekommene und notdürftig instand gehaltene Arbeitspferde erscheinen, die wahrlich schon bessere Tage erlebt haben. Ja, so kommt es auch ein bisschen vor, ne? Für die Kunden werden diese Schiffe nach wie vor in kantaranischen Schiffswerften gebaut, wobei man bei nagelneu vom Band gelaufenen Frachtern glatt denken könnte, es handele sich um völlig andere Schiffe. Trotzdem basieren sie auf den exakt gleichen Spezifikationen. Ja, alles klar. Danke, Betty. Hast schon wieder viel gequatscht, ne? Nicht, dass sich die Isha jetzt wieder aufregt. Das wollen wir natürlich nicht. So, wo geht's denn eigentlich hin? Da geht's lang. Ah ja, okay. Also quasi zur Basis, zur Heimatbasis. Da, was ist denn hier schon wieder los? Da ist schon wieder rot überall. Da ist rot. Überfallkommando. Ach Gott, das ist mir zu weit weg. 22 Kilometer, ihr könnt mich gerne haben. Das machen wir nicht. Hey, wo ist eigentlich unser Klugscheißer hin? Der bei uns in der Staffel ist, was macht der so? Blanker Kern, lokaler Highway. Ah ja, okay, also der hängt ein bisschen zurück, so wie mir scheint. Und ich flieg da... Okay, ich wollte gerade sagen, ich flieg da dran vorbei, das wäre natürlich schlecht. Ja, also das mit den kleinen Jägern scheint irgendwie auch noch nicht so ganz zu funktionieren. Was bringt mir das, wenn der bei mir in der Staffel ist? Wenn der so weit hinterher hängt, dass wenn der Kampf vorbei ist, dann kommt er mal und sagt, so, jetzt bin ich bereit zu kämpfen. Das hilft uns natürlich nichts, ne? Also ich hatte gehofft, dass der vielleicht ein bisschen enger bei mir bleibt. Bislang funktioniert es nichts. Es wäre natürlich möglich, dass der als Geleitschutz für, keine Ahnung, für eine Gigurum oder für eine Rahanas oder so, für Handelsschiffe eher dienlich ist, als mit uns in der Weltgeschichte umherzufliegen. Flammende Corona. So. Kennt ihr die Station noch? Hier haben wir den Pedro Nakano haben wir hier getroffen damals. Der erste Kontakt, der stattgefunden hat. Hier wurde dann die große Allianz zelebriert, ne? Zwischen Herz von Albion und der Republik Cantera. Lang, lang ist es her. Und da hinten haben wir unsere UAV-Montage gebaut. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja. Ewigkeiten her. Über ein Jahr. Die Zeit vergeht, Freunde. Boah, es ist immer noch so grell. Das habe ich an Defries immer so ein bisschen bemängelt. Diese grelle Farbgebung, dieses, ja, kackeirig gelbe, bläh, orange, da, bäh. Also, ich weiß auch nicht, da haben wir die Augen mal wehgetan. Es ist nicht besser geworden. In den letzten Monaten. Also, ja, das ist natürlich schon ein herbes Kontrastprogramm zu zum Beispiel Maelstrom oder Omicron Lyrie. So, und nü? Überlaufende Quelle. Ach Gott. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ja, ja. Also langsam habe ich den Eindruck, diese 700.000 sind sauer verdient. 700 Kilometer. Wo ist das? Hier irgendwo, oder? Moment, dahinter ist doch diese komische Schiffswerft, ne? Da haben wir damals die Skaldis in Auftrag gegeben. Wir hatten ja aus dieser Kaper-Mission, ja, Julius hat uns ja damals diesen Gefangenentransport vermittelt, ne? Also ich spoilere gerade so ein bisschen für alle die Kampagne nicht gespielt haben. Spoiler-Alarm! Achtung! Spoiler-Alarm! Ja, für Julius haben wir damals, oder von dem haben wir die Information bekommen und haben wir diesen Gefangenentransport, diese Taranis gekapert und die haben wir dann verscheppert für richtig gut Geld und von der Kohle haben wir uns das Goldes gekauft. Wir hatten zwar keine Ahnung, wofür das Schiff taugt, aber wir haben es einfach mal gekauft, weil wir es konnten. Das sind so die besten Käufe. Da rechts ist ja auch schon. Das ist die Werft. Mein Gott. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir den Herrn abholen. Hier an dieser Solarstation da, war. Offenbar. Ich will... Ey, ich komme mit Backspace nicht mal raus, oder? Sag mal. Strahlungsgürtel. Habe ich die Taste umbelegt oder was? Glaube ich ja. Wobei, ich habe mal letztens in den Tasteneinstellungen rumgefummelt. Kann sein, dass ich da irgendeinen Scheiß gemacht habe. Muss ich in der Pause mal angucken. Ich glaube, ich habe mal die Taste verbaut. Das wäre natürlich blöd, weil man war das gewohnt, dass man mit Backspace hier quasi rausspringen kann aus dem Highway. So.
Ist auf jeden Fall teuer verdient. Pedro Tanaka, da ist er. Manager. Dies ist die Albion Skunk. Genau, Albion Skunk, so schaut's aus. Wir bitten Erlaubnis zum Andocken. Ja, jetzt lass mich los. Also, läuft. Pedro Tanaka. Ich hab's aus Pedro Nakano und dachte, ich hab mich sauber verlesen. So, da ist er. Servus. Was wollen Sie? Du, ja, mitkommen. Verstehst? Da ist in Ordnung. Wackel aufs Schiff. Ich hatte hier alles noch irgendwas. In Ordnung. Ich bin an Bord. Oh shit. Seht ihr links oben? Wir haben einen Countdown. So sieht also ein Countdown aus. Alles klar. Das ist hey, aber schön. Nur nicht nervös werden. Wir machen das ganz offiziell. Was denn? Was machen wir offiziell? Bist blöd oder was? Wir müssen hier gar keine Zeit für offiziell. Alles wir klar, müssen los. Sie dürfen weiter. Schönen Ach, Tag noch. Das ist aber nett. Ui, die haben uns gerade angehalten. Nehmen Sie es uns nicht übel. Wir machen nur unseren Job. Nee, nee. Ich nehme euch nichts übel. Wir haben ja die ganze Scheiße noch dabei. Verstehst du? Die Hackerchips und so ist ja alles illegal. Ich glaube, die haben uns gerade gescannt. Da haben wir aber Glück gehabt. Autopilot gestartet. Da haben wir aber Glück gehabt, du, echt. So, ich kann ja in der Zwischenzeit einmal diese... Ach, der fliegt ja gar nicht weiter, gell? Diese Steuerungseinstellung Weltraum. Wo waren das? Links, rechts, Waffe, ne? Waffe, Hauptmenü, Sektor, ne, Interaktion, Fähigkeit, ne? Und das Highway verlassen, steht es da irgendwo? Containermagnet, Okay, ich finde es jetzt nirgends. Ja, das mache ich in der Pause. Bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt da ewig reinschaue. Da langweile ich euch bloß mit. 14 Minuten haben wir noch, um den Bub abzuliefern. Also, wir haben da offenbar jetzt echt Pech gehabt mit der Mission. Weil es ist ja schon sehr zeitintensiv, wenn man überlegt, wie lange wir jetzt hier unterwegs sind, um den Bub abzuholen. Und dafür kriegt man... Und wir müssen die ganze Strecke wieder zurück, ne? Das darf man nicht vergessen. Und dafür kriegt man 700.000? Überlaufende Quelle. Vorsicht, akuter Reichtum vorprogrammiert, sage ich doch bloß, ne? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Also das muss man ja auch mal berücksichtigen, wenn man solche Vergleiche macht, ne? Wie ertragreich ist etwas? Ich muss mal schauen, A, was brauche ich an Material? B, was habe ich an Voraussetzungen, die ich mitbringen muss? C, wie viel Zeit wird mich der ganze Spaß kosten? D, wie viel bekomme ich dafür für diesen Zeiteinsatz? Und E, was hätte ich in der gleichen Zeit anderweitig verdient? Ne? Und gerade der letzte Punkt ist wichtig. Ne, was bringt mir das? Wenn ich jetzt 2 Millionen bekomme zum Beispiel, aber ich bin hier eine Stunde unterwegs. Also in einer Stunde Spielzeit, da kann ich für anderweitig mehr als 2 Millionen machen mit anderen Missionen. Gut, wir kriegen jetzt hier 700.000, das ist nicht allzu viel. Also bloß mal, dass euch die Dimension klar wird. Erreiche Brennkammer. Brennkammer. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Brennkammer, ja, das war diese Stadt, diese Zone mit dieser Wasseranlage, ne? Dieser Wasseraufbereitung oder was es hier gab. Ausgangspunkt für unsere erste gemeinsame Mining-Aktion mit, Vorsicht, Spoiler, Herz von Albion mit diesem Mining-Schiff und der Cantera-Republik, ne? Im Vorfeld zur Allianz, die dann geschmiedet wurde, wo er dann die... War das die Blutach? Ich glaube, die Blutach kam. Genau, die Blutach Mining Corporation hat uns überrascht. Zuerst waren es die Reaver und dann die Blutach Mining. Und dann war der Pedro Nakano so angepisst, dass er gesagt hat, ole ole, wir machen Allianz. Hat es weit viel gebracht, ne? Wir haben ja dann die Schlacht am Sternentor witzigerweise verloren, obwohl wir eigentlich gar nicht schlecht ausgeschaut haben damals. Aber na gut, ist ein anderes Thema. 12 Minuten haben wir noch. Das muss doch möglich sein. Hier ist das Sprungtor. Und dann sind wir auch schon in Omikron Lyri. Dann soll es eigentlich relativ flott gehen. Da hier diese ganzen Eisbrocken, die hier im Belt umeinander schwirren. Also ich muss in der Pause echt mal dringend nachschauen, warum diese Backspace-Taste nicht mehr funktioniert. Oder beziehungsweise was das für eine Einstellung war. Erreiche Dampfstrahl. Kalibriere hat. Langstreckenscanner aktiviert. So, und ich will es mit dem Langstreckenscanner nochmal ausprobieren. Ne, geht nicht. Also ist die Frage, geht es nicht, weil ich in der Mission bin? Hat und Scanner zurück. Oder geht es nicht, weil ich die Taste verstellt habe? Muss ich auch nochmal schauen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Das kommt davon, ne? Wenn man da an was rumfummelt,
was eigentlich funktioniert, aber man möchte ein bisschen was ändern und dann verstellt man versehentlich was. Sag ja mal, never touch a running system. Ja, Die eigenen Ratschläge sind immer die besten, vor allem wenn man sie befolgen würde. Tja. Ist was Wahres dran, ne? Aber das kennt bestimmt auch jeder von euch, ne? Wie oft hat man schon Ratschläge erteilt und selber hält man sich auch nicht immer dran. Und hinterher ist man dann meist klüger als zuvor. Erreiche Perlenküste. Solche sind jetzt aber auffällig viele Rote unterwegs, also vielleicht gehören die auch zur Mission. Weil so viele Rote waren es vorhin nicht. Sieht ja mal sehr danach aus, also offenbar haben wir... Wir müssen hier nachverhandeln, diese 700.000 bin ich nicht einverstanden. Das ist zu wenig, Freunde. Leo Carroll. Du alter, am Hungertuch nagender Agone von der Regierung. Du alter Knauser. Speist er uns hier mit 700.000 Stecken ab. Das ist ein Witz, ne? Das nächste Mal kann er den Onkel selber holen. Kann selber nach die Friese juppeln und da sein Schiff riskieren und an Reaver-Stationen und einem Minenfeld vorbei düsen, ja, sein Leben riskieren, sein Schiff riskieren. Alter Schwede da. Low Budget, sage ich da bloß. Low Budget. So. Aerodrom. Naja, dann ist es nicht mehr weit, dann ist es jetzt noch eine Zone und ab geht die Fahrt. Wir sind den Kantaraner los. Und hoffentlich um 700.000 reicher. Genau, letzte Bastion, da sind wir jetzt gleich. Letzter Highway, 9 Minuten haben wir noch. Also, ich glaube, selbst mit Autopilot müsste das möglich sein. Ich meine, der Autopilot fliegt ja jetzt auch nicht unbedingt furchtbar schnell, gell? Der verwendet ja keinen Schiffsboost. Aber wenn jetzt noch 9 Minuten auf der Uhr stehen, das ist vielleicht schon viel. Das ist mal richtig viel. Also, ja, dieses Zeitlimit sollte jetzt echt nicht das Problem sein. Es sei denn, es taucht jetzt plötzlich aus dem Nichts eine Flotte von 50 großen Kampfschiffen auf, die alle uns ans Leder wollen, aber schließe ich jetzt mal aus. Das schließe ich einfach mal aus, kategorisch. Letzte Bastion. Oh, wir müssen doch ein Stückchen weiter. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Dann war ich vielleicht ein bisschen voreilig mit meinen 9 Minuten und jetzt noch 8:30. Ich habe gedacht, wir müssen den hierher bringen. Dann haben die uns ja irgendwas anderes, irgendwas Falsches auf dieser Mission angezeigt. Na gut, in 8 Minuten, da kommt man noch ein gutes Stück, also. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Nanu? Unersättliche Dame, das ist mal ein Zonenname, Freunde. Das ist mal ein Zonenname. Wer hat, Freunde, wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Bernd Lehan, mal Hand aufs Herz, wer war das? Hm? Also den müsstest du ja gesondert in den Credits erwähnen, doch echt. Unglaublich. Unersättliche Dame. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Für mich ist. Ja, du, jetzt freuen sich wieder alle. Jetzt haben wir lächerliche 700.000 Stecken bekommen. Ja, ja. Schon recht. Kehre zum Schiff zurück, hör mal bloß auf. Oh Mann. Ja, komm, dann machen wir das halt. Dann wackeln wir halt zurück an Bord. Dann müssen wir unsere Drohnen wieder auffüllen, fällt mir gerade ein, ne? Also dann können wir eigentlich gerade mit den 700.000 Stecken, die wir jetzt bekommen haben, können wir gerade unsere Drohnen wieder auffüllen. Und das war's dann auch schon, mein Gott. So, aber diesmal machen wir's richtig, ne? Service-Drohnenverkäufer. So, pass auf. Was kann ich für Sie tun? Ja, gib mir Drohnen, bitte. Danke. So, was haben wir denn hier? Hescher. Ja, ja, komm. Der Hescher gehört zur Gruppe der autonom operierenden URV, deren Einsatz heute etwas Alltägliches in den meisten Sektoren ist. Pulslaser MK1 hat der. Ja, komm, besser als nix. Perlen vor die Säue, 6 Stück, 460.000, läuft. Also ihr seht, dieses Geschäft haben wir noch nicht gemacht. Ne, ich muss hier noch bestätigen, wenn man hier quasi über den interstellaren Handel mit denen Jungs quatscht, über Funk, dann muss ich das hier erst bestätigen. Wenn ich den stationär
quasi vor mir habe auf der Station. Und mit dem Quatsch, dann gilt der Handel, sobald ich hier quasi auf Kaufen gehe. Aber hier muss ich immer erst bestätigen. Eine kluge Wahl. So, danke, tschüss. Servus. So, jetzt müsst ihr uns den Scheiß doch eigentlich liefern, oder? Ah, ist schon gekommen. Haben wir schon erhalten, heißt, steht uns zur Verfügung. Genau, läuft. Passt. Super. Ja, dann heißt es jetzt wieder, ne, zurück zu Leo Carroll. Mal wieder halt, was ist da los? Da ist noch irgendwo ein roter. Oh! Zitorell-Marodeur. Ja gut, aber wir kriegen ja eh keine Belohnung, ne? Das haben wir ja schon gelernt. Ja komm, du kannst mich gern haben. Sehe ich ja gar nicht ein, das bringt mir überhaupt nichts. Wenn ich den jetzt wegknall, da bin ich jetzt immer noch enttäuscht, ne, von dieser Sparregierung. Bloß nichts zahle. Ich bin Söldner hier und ohne Geld mache ich gar nichts. Ich will Asche sehen, wenn ich hier für euch was mache. Die Wohlfahrt, ja, die Zeiten sind vorbei. Ich will Asche sehen. Ja, Freunde, also ich düse zurück zu Leo Carroll und wir sehen uns da dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es weitergeht mit der nächsten Mission. Ich bin mal gespannt, ob wir dann vielleicht eine etwas abwechslungsreichere Mission am Start haben als so eine langweilige Passagiermission. Ich sag danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play X Rebirth. Bis dann!